Frau Olga zu verdanken, die er in Hamburg kennenlernte und mit der er seit 2011 glücklich verheiratet ist. Seit der Friedensfahrt Berlin-Moskau 2016 ist Andreas Mitveranstalter des Sommer- und Friedensfestes in Avranches, das nun in 2020 sein 5-jähriges Bestehen feiert. Gemeinsam mit seiner Frau bietet er dafür auch Russlandreisen an. Er hofft inständig, dass wieder viele Deutsche nach Udomorsch kommen, um gemeinsam die deutsch-sowjetische Freundschaft zu feiern. Teddy, herzlich willkommen. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Und das ist eine der besten und stärksten Volkswirtschaften des ganzen Globus.
alles. Aktuell. Not zum Schutz. Not zum Schutz. Fährt man 90% der Volkswirtschaft gegen die Wand. Aha. Not zum Schutz. Repariert man unsere Kleinkind, unser Nachwuchs, unsere Kinder in den Kitas. Ist das rechtens? Nein! Ist das rechtens? Nein! Das sind eure Kinder. Das ist unsere Zukunft. Und wir haben uns anfänglich gesagt, wir sollen ja alle ganz solidarisch sein gegenüber Alten und die Mondschwachen. Dieselben korrupten Ausbeuter dieses Landes, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass Altenheime und Krankenhäuser kein Geld mehr haben, sagen uns jetzt, wir sollen die Berufe annehmen und wir sollen Alten und die Mondschwachen. Was haben Sie denn getan die letzten Jahre? Nicht. Und wie lassen Sie vereinsamt? Wir haben eine humanitäre Katastrophe in diesem Land. Alte Menschen in ihren letzten Lebensjahren sind eingesperrt in Heimen und dürfen keine Besuche mehr bekommen. Sind auch schon weder viele gestorben! Weder von Söhnen, weder von Partnern. Das sind Menschen. Ich wiederhole das nochmal gerne. Sie haben geblutet für dieses Land. Viele von denen sind manchmal 80 oder 90. Viele von denen haben den Aufbau dieses Landes miterlebt. Diese Menschen haben ihr Leben für dieses Land gegeben. Was tut man ihnen jetzt an? Man hört sich ein und lässt sich vereinsamt. Was ist das? Das ist ein Hochverbrechen. Ein Hochverrat! Heißt es nicht, dass die falsche? Ja? Ich der Wind dreht sich. Ja, hier. Ja, muss der Land,
Wir sind hier